Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was wird werden? Eure Sendung zum Thema Zukunft. Mein Name ist Tim und ich erzähle euch, wie das Leben in Zukunft aussehen könnte. Ihr habt euch doch bestimmt schon einmal Gedanken darüber gemacht. Wie werden wir wohnen? Wie lernen wir? Womit bewegen wir uns fort? All das erfahrt ihr in dieser Sendung. Fenster putzen, Müll rausbringen, Wäsche waschen, diese Dinge gehören zum heutigen Alltag. Aber was wäre, wenn all diese Aufgaben die Wohnung selbst erledigen könnte? Die Wohnhäuser der Zukunft sehen nicht nur viel stylischer aus. Sie können sich auch selbst versorgen. Das heißt, sie können sich selbst reparieren, wenn etwas kaputt geht, und sie reinigen sich selbst. Abfallschächte beseitigen den Abfall direkt. Sie leiten ihn in einen Zulauf zur Hauptmülldeponie und trennen ihn auch gleich. Gesteuert wird das Ganze aus der Küche in der Wohnung. Große Müllwagen wird man also in der Zukunft wohl nicht mehr sehen. Doch wie sieht es überhaupt mit unseren Fahrzeugen aus? Müssen wir noch selbst ans Steuer oder fährt unser Auto für uns? Die coolen Autos, mit denen wir uns in der Zukunft fortbewegen, verfügen über eine umweltfreundliche Technologie und können nicht nur selbst fahren, sondern auch fliegen. Deshalb wird es in der Zukunft auch keine Flugzeuge mehr geben. Für Reisen in ferne Länder gibt es die Hyperloop-Züge, mit denen man innerhalb von 24 Stunden einmal um die ganze Welt fahren kann. Bevor wir all das können, müssen wir noch ganz viel forschen und lernen. Doch wie stellen wir uns das vor? Lernen. Wie wird die Schule in Zukunft aussehen? In der Zukunft gibt es immer weniger Lehrer. Dies übernehmen hochentwickelte Roboter. Von Handschreiben und Selbstlesen sind Schnee von gestern. Geschichtsbücher, Bilder von Tieren und Pflanzen, sogar das Weltall lassen sich mit Hologrammen betrachten. Wir fragen nicht mehr Herrn Google, wenn wir etwas über die Geschichte der Menschheit erfahren wollen. Dies werden ebenfalls Hologramme übernehmen. Aber nicht irgendwelche. Es werden Hologramme von den Menschen erstellt, die damals gelebt haben. Diese erzählen dann von ihren großen Erlebnissen. Faszinierend, wie sich die Welt in der Zukunft ändern könnte, nicht wahr? Und wer weiß, vielleicht sind wir davon ja gar nicht so weit entfernt. Was meint ihr? Würde euch diese Zukunft gefallen? Bis zum nächsten Mal, euer Tim.